Mach eben rumschauen, was es noch so gibt. So, Gutscheune. Karawanenstall. Ich weiß leider nicht genau, was eine Karawane dann für einen Sinn hat. Dann werden wir erstmal warten damit. Vielleicht können wir einen Jäger bauen. Das wäre vielleicht nochmal was. Das sind nicht immer ganz so viele Tiere hier im Umkreis, glaube ich, damit. Aber es ist halt, oder, das Problem, wir brauchen eine geeignete Baufläche, wo wir das Ding hinplatzieren können. Und ganz so weit weg von der momentanen Stadt soll es auch nicht sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, kann man hier noch ein bisschen näher, nicht was? Ich platziere das jetzt mal hier hin. So. Mal gucken. Damit haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Fleisch dann. So, die baut auf jeden Fall jetzt unser Haus. Aha. Aha. Gut. Nochmal ganz kurz Handy abgecheckt. Und hier hinten irgendwo bei dem Fragezeichen kommt dann noch ein Jäger hin. Und dass wir dann hier so eine Linie hochziehen, wo wir dann nach oben bauen. Oder vielleicht schauen wir uns nochmal das Thema an mit dem Planieren oder den Kletten, dass wir einfach, dass unsere ganzen Leute ein bisschen vertan sind, dass die nicht hier nutzlos rumstehen. Das ist halt das Problem immer. Es wäre noch schöner, wenn es so ein kleines Raster geben würde. Aber so ist ja das Spiel ziemlich offen. Also, na, ich habe ja keinerlei Einrastmöglichkeiten oder dass ich sagen kann, so und so, so bist du. Das gibt's ja halt nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier eine ziemlich gute Position gefunden gehabt. Man kann auch noch schrägen machen oder einen Hügel aufschütten und sowas. Das ist. Aber alles kann ich jetzt. Damit komme ich noch nicht so ganz klar. Also ich finde das hier am besten, weil damit haben wir einfach eh eine glatte Fläche. Und damit. Ist das dann so? Aber unser Haus ist ja auch fertig. Wohnen denn hier überhaupt schon welche drin? Da wegen. Drei. Zwei von vier. Okay, da haben wir das also erstmal umsonst aufgerüstet. Okay. Und hier auch nochmal. Ja, okay. Also auf jeden Fall könnten jetzt einige Kinder gezeugt werden, was ich auch sehr interessant finde. Wir haben ein Zwei-Etagen-Gebäude, aber innen drin gibt es keinerlei Treppen oder sowas, dass man nach oben kommt. Wie sieht das sowieso oben aus? Ne, der Kamin kommt hoch, okay. Jo. So. Und nochmal eben ganz kurz von den. Ach, das weiß ich auch gar nicht so genau, was das hier eigentlich ist. Nochmal hier von unseren Bürgern. Zwei, also zwei Mann sind auf jeden Fall eigentlich, ja, die sind jetzt gerade noch mit Steineklopfen beschäftigt. Oder mit jeden, je nachdem, was ist das? Landschaft, nee, Landschaftsbau machen die. Achso, die machen also doch vorher. Okay, ich weiß nicht, was ist jetzt das. Aber anscheinend doch dann vorher erstmal die Fläche doch leer räumen. Bevor die dann anfangen, das auf ein Niveau zu bringen. Bist du unser Jäger? Apropos Jäger, wie sieht es denn mit dem aus? Wenn man jetzt noch wüsste, wo man diese Hütte mal platziert hatte. Hier. Aha. Ah, hier ist ein kleiner Pilz, oder? Was Blaues? Kann man leider nicht antipsen. Okay, schade. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch jemanden, der dann so diese Kräuter sammelt und all das. Ich glaube, wir müssten dann auch mal noch einen Jäger einstellen. So. Also, unsere Fische, unsere Menge an Fischen, die steigt. Sehr gut. Ist halt auch die Frage, was genau sind es für Fische? Sind es bloß kleine Sprotten oder. Schlafen. Trägt Ressourcen. Was bedeutet das? Das ZZZ über den eigentlich? Na, ich wollte mal sagen, dass er müde ist, dass er irgendwie mal gerne ins Haus möchte, um sich auszuruhen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Platz ist ja. Daran soll es nicht liegen. Die Baumreihe wollte ich noch stehen lassen. Die sieht eigentlich sehr schön aus. Spendet ein bisschen Schatten.
Was sehr interessant ist, sind eigentlich Wege, die man anlegen kann. Allerdings dauern die wirklich nochmal ewig zum Bauen. Und es sieht zwar vielleicht ein bisschen schöner aus, aber ich habe bis jetzt noch keinen effektiven Zweck davon gefunden. Ich hatte letztens Pflaster gemacht. Was gibt's denn noch hier? Ach, Feldweg gibt es auch ganz einfach. Wow, man kann auch Brücken machen und all sowas. Aber das ist wirklich sehr interessant. Kreuzungselement, das ist wirklich. Das ist sehr krass. Ja, es hat halt was. Geht das dann im Wasser oder wie? Ja, man kann also wirklich dann über einen See oder irgendwie dann noch Wege bauen. Das ist wirklich sehr schön. Oder hier ransetzen? Ne, das geht leider nicht. Das wäre natürlich schön, wenn man einfach mal sagt, wir erweitern uns den Steg ein wenig, aber naja, wir lassen es mal bleiben. So, überall hängende Wäsche draußen. War also wieder Waschtag. Außer bei den Kleinen, ne, die haben keinen Wäscheständer draußen. Genau. Naja. So, beim Jäger mal eben vorbeischauen. Da ist wohl. Also, die laufen hier auf jeden Fall drum rum. Oh, da wird es sich dann gleich schon mal eine Brücke anbieten, die hier so über die Schlucht geht. Vielleicht probieren wir das einfach mal. Mal gucken. Fragen kostet ja nicht. Ach so, ne, die kann man nicht höher machen. Gebäude drehen, ja. Ne, die geht wirklich bloß auf dem Wasserniveau leider. Schade. Das halt dann die Auffahrt, je nachdem. Ja, man kann sich das mal anschauen später. So, warum haben denn die jetzt hier einen Baum gefällt? Habe ich denn das freigegeben? Ich habe eigentlich vorhin doch gesagt, die sollen doch bitte hier stehen bleiben, weil das gar nicht so schlecht aussieht. So, eigentlich ist hier doch nichts weiter. Haben die jetzt hier schon geklettet? Ja, haben sie. So, was gibt es denn noch so an Bausubstanzen? Wir haben ja auch, was glaube ich auch sehr wichtig ist, ist eine. Was gibt. Ach, Schneiderei, eine Schmiede? Ich glaube, eine Schmiede war das, weil die macht eine Werkzeugproduktion. Natürlich braucht sie gewisse Rohstoffe, das ist ganz klar. Aber ich glaube, eine Schmiede ist, weil wir brauchen auf jeden Fall ja Werkzeuge, das ist es ja. Werkzeuge werden irgendwann rar. Und dann brauchen wir die. Dann würde ich das jetzt einfach mal in eine Flucht. Ach, hier ist der Brunnen. Ah, okay. Eine Flucht stellen mit den anderen Gebäuden. Dass wir jetzt auch nicht unser gerade frisch erstelltes Plateau dort gleich wieder vernichten oder andersweitig benutzen. Was heißt denn das hier? Ist irgendein sehr. Ach so. Ah, gut. Ein kleines Büschlein, was vorher weg muss. So, leider sehr schade. Ich möchte gerne wissen, was der hier genau hat. Mit diesem Z oben drüber. Da wäre halt schön, wenn man den anklickt und dann gleich kleinere Informationen hat. Der wohnt in dem oder dem Haus und hat die und die Alte und dem geht's gerade so und so. Das sieht man halt hier nicht ganz genau. Irgendwas Kleidung fehlt bei dem irgendwie zum Beispiel ein bisschen oder. Ha, oh. Ah, wer weiß. Zu Gebäuden, ja, Gebäude halt. Wir haben einen neuen Bürger und momentan wird auch kein neues Kind geboren. Kind Emily ist alter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Ah, eine Schule. Es ist halt auch die Frage, was genau bringt uns eine Schule? Auf jeden Fall gibt es die. So, und ich glaube auf jeden Fall, wir brauchen Holz. Na, das war doch irgendwie so. Genau, oh, wir haben nur noch recht wenig Holz. Das ist falsch. Ich wollte hierhin. Hier müssen wir doch noch mal ein bisschen was vielleicht roden. Ah gut, hier hinten wird doch schon gerodet. Okay. Und ist halt die Frage, was genau braucht dann die Schmiede an zusätzlichen Rohstoffen? Also irgendwie, da muss ja was reinkommen, um aus dem, was da reingegangen ist, wieder was zu bauen. Das werden ja auch irgendwelche gewissen Metalle sein. Und Metalle, glaube ich, haben wir noch nicht. Gut, das ist jetzt Kohle. Lehm wäre bestimmt auch jetzt nicht unbedingt gerade für Erz. Ah, okay, Erz. Erz haben wir aber 104 immerhin. Für den Anfang. Aber jetzt würde ich mich gerade eben. Ich würde mal denken, das sind gewisse Erze, die dort reinkommen.
Erzgut, brauchen wir zum Beispiel schon mal 90 alleine. Warum habe ich denn jetzt hier oben das Feld geschlossen? Ich bin auch doof. Das ist falsch. Das und das brauchen wir eigentlich. Das brauchen wir auch nicht, aber egal. Weiß sonst primitive Werkzeuge, hochwertige Werkzeuge. Na, dann kann man dann wahrscheinlich dann die Schmiede aufrüsten, würde ich mal so ganz einfach behaupten. Jagdhütte, Bauwerk fertiggestellt. Okay. Das war immer eine kleine Suche für uns, die zu finden, aber hier ist er auf alle Fälle. Und die hat ja auch einen gewissen Umkreis. Können wir den nochmal einsehen? Ja. Habe ich extra versucht, dass er nicht so sehr am Wasser, oder dass er gar nicht ins Wasser weiterhin ragt, aber halt das gewisse Waldgebiet dann einkreist. Genau. Ja, mal sehen, ob wir dann noch ein bisschen Fleisch bekommen. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist das Thema Erz. Aber ich kann mir vorstellen, da brauchen wir wieder sehr viel Rohstoffe, damit wir alleine erstmal das Bergwerk, was ist da? Erzabbau. Boah, da wäre zum Beispiel mitten in der Stadt gleich was. Also muss natürlich ein bisschen außerhalb sein wiederum. Irgendwie hier und natürlich da, wo es grün ist, ist es am besten, aber hier ist zum Beispiel kann nicht gebaut werden. Warum denn das? Ach so, ist ein ganz kleines bisschen zu steil. Hier. Da hat man sogar 5.900. Oh, Holz brauchen wir eben en masse. Wir warten erstmal, bis unsere Schmiede fertig ist, weil die muss uns ja dann wahrscheinlich anzeigen, was genau wir brauchen. Aber das kann noch dauern. Holz 122. Haben wir denn noch Holz? Das ist das falsche Gebäude. Holz haben wir zum Beispiel gar nichts mehr. Also es müssten auf jeden Fall gleich mal welche hier anfangen, nochmal ein bisschen zu roden. Gewisses Gebiet habe ich ja wieder abgesteckt gehabt. Und es fängt an zu regnen. Auch schön. Und im Winter ist es dann halt Schnee. Ja. Das war zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall kenne als Bug. In den Anfangsversionen, dass im Winter die Leute nicht angezeigt wurden. Die hatten die keine Texturen weiter. Da sah man zum Beispiel jetzt bloß ihn hier mit seiner. Also man sah bloß seine Angel schweben. Und der hat halt so einen Korb hinter sich getragen. Das, glaube ich, war so ein Bug am Anfang. So, Holz 122, also wir brauchen definitiv Holz, aber wahrscheinlich werden wir gerade keinen haben, der uns irgendwie Holz besorgen kann. Oder eigentlich schon. Tja, mal sehen, wann er dann damit anfängt. Weil wir haben ja immerhin sechs Erwachsene, die das eigentlich machen können. Und markiert ist einiges. Oh, ein Wildschwein. Schade, dass man die auch nicht andrücken kann und mal nachschauen kann, was die gerade so vorhaben. Ha, schade. Bauwerk fertiggestellt. Achso, nee, das ist immer noch die Jagdhütte. Kam seitdem mal wieder was? Nö. Kam gar nichts weiter. So, jetzt schläft zum Beispiel das Bauwerk. 50, das. Werkzeug. Also, es fehlt auf jeden Fall an Holz. Ich schätze mal, wenn die jetzt hier fertig sind, hier Sachen anzuliefern, dann werden die bestimmt Holz sammeln. Warum werden denn hier Bäume gefällt? Oder ist hier gerade einer wieder verschwunden? Sah für mich gerade so aus, oder? Sehr mysteriös. Also die Gebäude brauchen wir ja gar nicht zu gucken. Wir haben mehr Wohnungsgrundfläche als Bürger. Ja, und das ist halt eben diese Sache. Man muss halt doch sehr lange warten auf das Spiel immer. Weil ich möchte jetzt als Neuling noch nicht mit irgendwas Neuem anfangen. Ich kann natürlich Haufen Bauwerke kann ich jetzt hier hinsetzen als Baustelle und dort baut ihr mir mal bitte was hin. Aber das dauert halt alles, weil man kann ja nur eins nach dem anderen machen. Oder zumindest bei dem Einwohnerstand, wie wir ihn haben. Wenn wir natürlich 100 haben oder sowas, dann können die sich aufteilen, aber bei 6 Mann ist das ein bisschen zu wenig. Aber es wird gerade Holz angeliefert und wir brauchen nur noch 6 Stück.
Ah, Stein brauchen wir. Oh. Haben wir noch ein bisschen mehr Steine definiert? Geht mir einfach nur darum, dass die dann wenigstens gleich hier unsere Baufläche. Aber wir haben zum Beispiel, glaube ich, hier, das sind auch Erze, oder? Hallo? Genau, Erzabbau. Weil die ganzen roten Steine, das ist zum Beispiel halt hier Erz. Und in dem Fall, solange wir das hier noch rumliegen haben, brauchen wir eigentlich auch gar keinen Erzabbau, oder? Natürlich wird es sich irgendwann lohnen. Aber da müssen wir zum Beispiel darauf achten. Ich glaube, irgendwo hier war ja die Position, dass wir hier das dann auch freilassen, auf alle Fälle. Aber, ha. Das dann mir nochmal in 3, 4, 5, 6, 7 Stunden zu sagen, ist natürlich dann wieder was anderes. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, hier so diese Stufen reinzubauen. Auf jeden Fall irgendwo auch Platz lassen, dass wir dann doch vielleicht sagen können, hier geht irgendein Weg, eine Straße hoch. Und dann uns schön hier so den Berg hochbauen. Erstmal bloß so eine Linie, dass wir erstmal bis nach ganz oben gehen und dann können wir uns nach rechts und links ausbreiten. Aber das sind alles, na, es sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, alles nur wilde Fantasien.